Da seht ihr mal, was eine Eintrittskarte für einen Jungbauern bei Mirming alles wert ist. Und weiter geht die Reise. Der hat zu euch da. Ja. Ich weiß nicht. Was ist das da für ein Geschäft? Ist das ein Flur damit? Ja. Ah. Für was denn? Ja, für ein Viech. Ja. Ja. Kann man Holz brauchen? Holz am Radl. Also? Ja. Ja, Holz kann man auch brauchen. Immer so. Ja, wo sollten wir das hinterher noch lassen? Ja, nach dem Radl. Ja, nachher. Hör damit! Ja, nachher fahren wir um. Das passt. Leg auf! Vater und Sohn sind total begeistert von den hellseherischen Fähigkeiten von den Mirminger, die genau wissen, was sie daheim alles brauchen können. Und kaum sind sie mit dem überladenen Anhänger auf dem Heimweg, fängt das ganze Theater schon wieder an. Ja, ja, danke schön nochmal für Saulen, aber was hat's? Ja, zahlen. Was zahlen? Zahlen. Was zahlen? Das Futter. Wieso? Wir haben nicht mehr. Wir haben ja nicht bestellt, das hast du einfach auch gleich. Ich kann ja ohne zahlen fahren. Nein, ich hab kein Geld mit. Ich hole die Schande. Nein, ich kann eine Schande. Nicht schon wieder in Häfen. Zahle ich langsam genug. Hua, hast du nicht eine Karte da für einen? Ja, eine Karte für einen Jungbauernball. Am 5. Januar in Mirming. Jungbauball? Ja. Ja, hast du noch einen zweiten? Ja, freilich. Hätte ich noch einen. Mach's? Ja, wenn das so ist, ja, dann gehen wir Jungbauball. Ja. Ja. Hock auf. Fahren wir gleich Ball. Jungbauernball Mirming am 5. Jänner 2016 mit die Tiroler Manda. Schaut, dass rechtzeitig da seid. Das ist das oberste.